So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay. Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Genau, und mit diesen Worten starten wir in die nächste Runde und damit hallo und herzlich willkommen zum vierten Part Battlefield 1, die Kampagne. Heute werden wir mit Edwards Kriegsgeschichte weitermachen, die sich nennt Die Banne. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben und jetzt geht's los. So, Scharfschützengewehr habe ich nichts, Munition habe ich auch nicht reichlich. Ja. Runter müssen wir, glaube ich. Da stehen sie schon, unsere Freunde. Das alle, das kann sein. Aber die kann ich auch nicht geräuschlos eliminieren, weil die zu nahe beieinander stehen. Vielleicht ein bisschen reichen. Ich mal das Feld von hinten aufräumen und schauen, ob wir für es die Teile finden. So. Bin lautlos wieder werfen. Ah, super, das hätte mir mal einer früher sagen können. Dr. Hauptmann, gib immer mir die Scheißarbeit. Noch einer. Woran denkst du gerade? Killen oder nicht? Ja, ich werfe mal eine Kö. Ja. Alter, da steht auch einer. Gut. Weiß auch nicht. Tja. Du siehst ja scheiße aus. Ich will nicht mit dir reden. Das funktioniert sicher nicht. Oder? Oh, es hat funktioniert. Ja, naja, das... war ja nicht so schlecht. Das wäre ja nicht mal so schlecht. Kann ich mir deine Fackel holen? Will ich nicht. Habe ich da auch wieder Schuss? Mal schauen, was da drin ist. Nö, falscher Knopf. Teil gedämpft. Lausche ich die. Oh, das ist schön. Ja, super viel Schuss habe ich für die. Ah, da vorne ist eine Kiste, die ich... ah, Idiot. Auch welche? Gib immer mir die Scheißarbeit. Das sind... ausgestohlen. Nicht schlecht. Da waren es nur noch drei. Okay.
3 Lager für... Wie viele Zündkerzen hat er jetzt rausgeschraubt? Eine? 3 Lager, 3 Zündkerzen. Ah, das sind schon mehr. 3. 3. Anderen waren es auch 4. Ja, mal gucken. Verstecken sich ziemlich gut die Kollegen. Was wir da jetzt etwa holen müssen. Nicht schon wieder Zündkerzen auf völlig. Auch ein. Oh, da oben ist auch einer drinnen. Muss ich jetzt aber dann schnell ausschalten. Da auch einer? Kommt der jetzt raus? Scheiße! Einer von denen ist durchgekommen! Shit! Ja, der braucht jetzt nicht mehr Schallgedämpft. Wow! Ja, naja, gibt's wenigstens ein bisschen echt Schlauch wieder. Bursche ist schlau! Halt dich bereit! Ja, ich weiß, dass ich schlau bin. Danke für die Komplimente. Wissen jetzt alle Lager, dass ich komme? Oh, ja, das hört sich ganz so. Ja, super. Ja, natürlich. Zündkerzen, Zündkerzen. Halbzeit. Shit. Kommt da jetzt ein Panzer auch noch? Oder? Alter, wie viel kommen da jetzt? Ja, übertreib das bitte mal, oder? Oh. Ola. Ey, werd nicht frech, Mann. Ach, da, 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 da. Das sind die Arschlöcher, oder? Schau! Darf ich sie alle nur mehr schaufeln? Ja. Komm, komm, komm. Ja. Oh, Baby, das war aber ganz schön knapp. Da muss man sich ganz schön konzentrieren, dass man nicht drauf geht. Der kommt. Oh. Oder kommt lieber nicht. Das ist so eine tolle Hütte. Woher, Alter? Da oben ein Scharfschütze. Geht der dahin? Ja, leider. Ralalalala. Benutzen. Nee, ich muss ja noch sein Ding holen, oder? Hab ich schon. Da ist noch eins. Nur noch einer. Nur noch einer, sagt er.
Hola! Ist das? Oh nein, ein Flammenwerfer-Typ. Ich zieh durch. Alter, was wollen die von mir? Da geht's rund, ey. Ich habe keinen einzigen Schuss mehr. Oh, wow, der hat jetzt aber gut getroffen. Ja, da sind auch wieder zwei. Schießen die Granaten auch noch, die Wahnsinnigen, oder? Hallo! Komm her, das Sau, hätte ich fast gesagt. Komm raus, sei mir nicht gnädig! Warum glaube ich ihm das nicht? Ey, hinter mir ist unfair, oder? Oh, wow, wow. Oh, au. Jetzt bin ich gleich down. Bist du wahnsinnig? Da, und da unten ist das irgendwo das Pferd gestanden. Den muss okay, ich dann ich hab alle. Durchziehen, glaube ich. Zurück zu Bess. Oder? Bin jetzt gerade nicht so sicher. Das Einsatzziel. Ja, zu Black Bess zurück. Werden wir mal durchziehen. Wo ist denn Bess schnell gewesen? Ah, da oben. Ich bin am Rand. Jawohl. Geht doch gleich ein bisschen schneller. Gehen wir gleich mit dem Pferd durch, oder? Ah. Oh. Doch. Ich dachte, das springt nicht über den Zaun. Ja, das ist jetzt. Hallo. Ja, runter da, oder? Oh, Pferd, geh mir nicht am Sack, oder? Komm ich da jetzt runter? Hallo? Hallo? Ah, okay. Keine Ahnung, wie das eh, glaube ich. So, und da repariert wir sie nicht. Ah, er ist doch nicht durchgezogen. Hallo, mein Freund. Bin kurz vom Weg abgekommen. E-Beams, kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Ja. Yeah. Jetzt sind wir wieder gepanzert. Gute Arbeit, Jungs. Ja. War nicht schlecht, oder? Ei. Das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich habe alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes Scheißleben lang. Ich habe immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche Scheißkack-Drecksmaschine! Ach komm schon! Komm, Bess, na los!
Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf! Biss! Und jetzt geht's. Das hat sich Biss nicht gefallen lassen. Sie steht drauf, wie du fluchst, Junge. Alles klar, jawohl. Der Treffpunkt liegt hinter diesem Hügel dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. So, ihr Schweine, jetzt kommt die Retourkutsche. Er wollte eine Panzerfahne in das Dorf ein. Sachte, Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Das nenne ich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. So, meine Freunde, das war's mit dem vierten Part Battlefield 1, die Kampagne. Das nächste Mal werden wir wie immer genau an derselben Stelle fortfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo. Oder beides. Den Button dafür findet ihr auf der Endcard oder dem Kanal selbst. Auf der Endcard befinden sich die Battlefield 1 Playlist und eine Videoempfehlung von mir. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.